Moin zusammen und herzlich willkommen zum vierten Video unserer Videoreihe Lagos Evolution. Falls ihr jetzt erst dazu gestoßen seid und die vorherigen Teile der Reihe verpasst habt, findet ihr diese über den im Video eingeblendeten Link zu unserer Playlist. Im letzten Video haben wir die Normal Map unseres Lagos Characters erstellt. In dieser Episode werden wir uns nun den noch fehlenden Texturen widmen. Außerdem erklären wir euch ihre jeweiligen Funktionen. Hier haben wir eine Color Map. Sie gibt die Grundfarben für ein Objekt vor. Diese haben wir, wie man hier sehen kann, auf einen Cube mit ausgelegten UVs gelegt. Als nächstes stellen wir euch die Specular Map vor. Mit ihr bestimmt man die Spiegelkraft eines Objektes. Sie wird in der Regel in Graustufen erstellt. Weiße Stellen spiegeln das Licht wider, während schwarze Stellen komplett matt erscheinen. Man kann die Stärke der Spiegelung anhand von Graustufen bestimmen. Durch ein Licht in der Szene wird der Effekt schnell deutlich. Diese bunte Map haben wir für den Emissive-Kanal unseres Cubes erstellt. Diese funktioniert wie eine Art Maske und bestimmt die Leuchtkraft bestimmter Bereiche. Auch Farben werden, wie man hier sehen kann, leuchtend dargestellt. Man kann eine Emissive Map auch in Schwarz-Weiß gestalten und die Farben innerhalb der Game Engine bestimmen. Darauf gehen wir in einem späteren Video nochmal genauer ein. Wie immer gibt es verschiedene Wege, um an das Ziel zu kommen. Unser Artist entschied sich dafür, die vorhandenen Normal Maps, welche wir im letzten Video erstellt haben, als Grundlage für die anderen Texturen zu verwenden. Neben den bisher vorgestellten Texturarten gibt es unter anderem noch die sogenannte Ambient Occlusion Map. Diese Textur wird genauso wie die Normal Map gebaked und simuliert Kantenverschattung. Sie unterstützt die Echtzeitschatten in der Engine und dunkelt tiefer liegende Stellen zusätzlich ab. Da wir uns so nah wie möglich an die Vorgaben von ArenaNet halten wollen, arbeiten wir diese Textur in unsere Color Map mit ein und verzichten auf eine zusätzliche, separate Ambient Occlusion Map. Wie ihr in den letzten Sekunden schon beobachten konntet, versucht unser Artist nun, das Konzept aus dem ersten Video auf die UVs anzupassen. Hierzu verwendet er unter anderem die bereits gebakten Texturen als eine Art Vorlage. Viel mehr gibt es an dieser Stelle nicht mehr zu erklären, da wir die Arbeitsweise in Photoshop schon in Video 1 behandelt haben. Wir melden uns am Ende des Arbeitsschrittes wieder, wo wir euch den final texturierten Charakter präsentieren. Da dieses Wochenende Halloween ist, haben wir für euch extra einen Halloween-Soundtrack produziert. Falls euch die Lyrics des Chors genauer interessieren, dann findet ihr diese als Subtitles im dazugehörigen Soundtrack-Video. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Beschreibung. Thank you.
Hier seht ihr unseren final texturierten Lagos in der Game Engine. Dies ist kein Rendering, sondern Ingame-Footage in Realtime. Den Import in die Game Engine, das Anpassen der Texturen für die Unreal Engine und das Erstellen der Materialien zeigen wir euch in einem späteren Video. Wir hoffen, euch hat unser viertes Video gefallen und dass ihr auch bei unserer nächsten Episode vorbeischauen werdet. Dort werden wir ein Rig, sprich ein Skelett für unseren Charakter basteln und durch das sogenannte Skinbinding die Geometrie daran binden. Vielen Dank fürs Zuschauen, vergesst nicht zu subscriben und wenn ihr mehr über Sinside Dear Games erfahren wollt, schaut doch auch auf unseren Social Media Sites vorbei, die Links findet ihr in der Beschreibung.